Ahoi, ihr Süßwassermatrosen. Hier ist wieder live für euch 20.000 Meilen unter dem Meer aus der geheimen Unterwasserbasis. Der Fürst, um nicht zu sagen, Fürst Lustig. Und dabei hat er den Obersmut hier. Second Schabernack. Second Schabernack. Ja, du bist ja Fürst Lustig. Witze! Second Schabernack. Ist ja mir schlecht. Ja. Moin. Ja, hallo. Schön, dass du da bist und den Weg in deinem kleinen, in deiner Taucherglocke wieder mal gefunden hast. Das hat 4 Stunden gedauert, hier runter. Ja. Das ist immer was, ne? Mhm. Und? Ja, ich war wieder Korallen schneiden draußen. Man muss ja auch ein bisschen seinen Garten... Man muss ans Überleben denken, ne? Man muss ja seinen Garten pflegen. Ja. Was läuft hier eigentlich im Hintergrund? Koop-Ka... Da war doch mal was. Ja, Koop. Das ist hier quasi uralte Archivaufnahmen von 1982. Ja. Ne, da waren wir noch jung. Da haben wir mal dieses Koop-Chaos gemacht. Oh. Und es ist grandios. Bitte. Oh. Oh. Junge. Jetzt bin ich ganz verwirrt und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Koop-Chaos. Es ist ganz grandios in die Hose gegangen. Ja, was hatten wir denn da eigentlich vor? Wir hatten geplant, über mehrere Monate, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, sämtliche Koop-Spiele dieses Planeten auszutesten. Und quasi durchzuspielen. Um sie dann das der Nachwelt mit Kommentaren... Das aufzuzeichnen und der Nachwelt zu präsentieren. Ja. Hat nicht so richtig gut funktioniert. Ja, wir müssen dazu sagen, natürlich leider auch häufig aus Zeitmangel. Aus Zeitmangel und ich meine aber auch aus technischen Gründen. Echt? Technische Gründe? Also, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, war es so, dass wir entweder ein Level super geschafft haben. Ja. Und dann ist uns unser, weil wir haben es ja mit Live-Kommentaren gemacht, dann ist uns unser Aufnahmeprogramm, welches wir jetzt übrigens auch wieder benutzen, toi toi toi, ist uns abgestürzt. Ah. Und dann mussten wir das nochmal machen, weil wir ja keine Live-Kommentare mehr hatten. Ja. Und wir konnten uns auch nicht dazu einigen, ein paar live kommentiert und ein paar nachher kommentiert. Ja, das ist richtig. Das ist ja auch ja, ein bisschen... Huch. Gesundheit, das ist ja auch völlig bescheuert. Ja, das war. Ja, wie wir sehen, 1982 haben wir das Ganze gestartet mit. Ja, da sahen die Spiele noch ganz komisch aus, ne? Ja. About Ablo. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben trotzdem mal hier altes Archivmaterial ausgegraben und im Hintergrund könnt ihr quasi sehen, wie das hätte aussehen können. Was wir. Jetzt muss man sich das halt nur noch vorstellen, dass wir die ganze Zeit dummes Zeug dazu labern würden. Also was wir ja auch machen, aber jetzt, das soll ja nun eine Art Podcast werden. Wir wollen ja nun nicht kommentieren, was hier so groß passiert. Ne? Das ist richtig. Es ist ja auch nur ein ganz kleiner Zusammenschnitt. Ein Bonbon, genau. An unsere zahlreichen Fans in der Welt. Ja, also nichtsdestotrotz, dieses Koop-Chaos, das wäre schon eine geile Idee gewesen, wa? Finde ich auch. Hätte das alles geklappt. Nun gut, nun sind wir im Jahre 2012. Und wir sind kein bisschen schlauer. Richtig. 30 Jahre später. Oh. Ja. Was haben wir denn heute vor? Also, generell machen wir gleich noch... Ein Worms Walkthrough. Oder beziehungsweise den haben wir nun schon in der Zukunft gemacht. Und sind jetzt wieder zurück, um den Podcast zu machen, weil wir wollten ja eigentlich erst den Podcast und sagen, dass wir den Worms Walkthrough machen, aber jetzt ist er schon fertig. Ich habe irgendwann eben abgeschaltet zwischendrin. Zu Recht. Ich konnte dir einfach nicht mehr folgen. Auch wenn ich es versucht hätte. Auf jeden Fall, der Worms Walkthrough ist fertig, wird... in Kürze, jetzt aber chronologisch nach diesem Podcast hochgeladen. Ah, ich höre immer nur Worms. Ja.
1982. Da hatte nun natürlich auch überhaupt keiner mit gerechnet. Wir haben zwar, ich habe mal irgendwann diese Outtakes, Outtakes hochgeladen, die auch schon ziemlich witzig waren. Oh, die waren genial. Aber ich weiß auch nicht, ob nur wir das genial fanden. Aber sicher. Alles, was wir hier tun, finden eigentlich nur wir genial. Ja, ich glaube das auch. Naja. Naja. Was soll man machen? Aber ich bin dafür, dieser Podcast wird der große Durchbruch. Ja, da bin ich auch für. Das beschließen wir jetzt einfach. Ja. Ja. Aber mal was anderes. Lieber Graf. Ja. Es ist nun fast, jetzt, wenn wir mal den Portal Walkthrough rausrechnen, dann ist es, nee, das ist trotzdem mit Portal Walkthrough, ist es, glaube ich, schon über ein Jahr her, dass wir uns zusammengesetzt haben. Was war da los? Ich könnte jetzt natürlich nochmal diese Geschichte erzählen von damals, mit dieser Kiste über dem Amazonas. War das nicht Brunei? Brunei. Stimmt. Oh, verdammt. Die eigenen Lügengeschichten kann ich selbst nicht wiedergeben. Ja, was war los? Oh, hier, oh, 1993. Ja, das war auch noch Zeit. Sainz Rov 2. Kenne ich nicht. Das war noch Zeit. Ja. Ja, was war in der Zeit? Krieg war in der Zeit. Wo genau? In Wetzlar. In Wetzlar, ja. Das war schon. Nee. Der 30-jährige Krieg in Wetzlar. Eine Anekdote. Wie lange dauert oh, da muss ich dir jetzt, da muss ich dir jetzt auch noch einen Witz erzählen. Ich weiß, den habe ich dir schon mal erzählt, aber den will ich jetzt trotzdem nochmal hier loswerden. Ja, werd mal los. Wie viele Gänge hat ein französischer Panzer, jetzt wo du gerade vom 30-jährigen Krieg erzählst? Weiß ich nicht. Einen Vorwärtsgang. Naja, jetzt habe ich es versorgt. Graf, ich möchte dir mal einen Witz erzählen. Ja. Ich weiß, den habe ich dir schon mal erzählt, ja, aber ich möchte dir den nochmal erzählen. Ja, ich bin ganz gespannt. Wie viele Gänge hat ein französischer Panzer, jetzt wo du gerade vom 30-jährigen Krieg sprichst? Einen Vorwärtsgang? Na toll. Graf, ich möchte dir mal einen Witz erzählen. Das ist cool. Ich habe dir den zwar schon mal erzählt, ja, aber... jetzt, wo du vom 30-jährigen Krieg erzählst. Dann möchtest du mir von französischen Panzern erzählen. Ja, wie viele Gänge hat denn so ein französischer Panzer? Meistens einen, vorwärts. Ja, aber noch mehr. Also, ich möchte... ich habe so ein Gefühl, du willst mir einen Witz erzählen. Ich kann nicht mehr. Okay. Jetzt erfahren wir aber nie, wie dieser Witz wirklich war. Nee. Ich habe auch keinen Bock mehr. Na gut. Na komm, ich will ihn dir erzählen. Wie viele Gänge hat ein französischer Panzer? Weiß ich nicht. 4 Rückwärtsgänge und einen Vorwärtsgang, falls der Feind von hinten kommt. Den fand ich aber gar nicht so schlecht jetzt. Ich fand ihn auch gut. Ah. Ich habe auch noch einen Witz. Was sagt ein Mann in verschiedenen Zeitabständen, was die Jahre des Verheiratetseins mit seiner Frau sagt, wenn er sie irgendwo anders vorstellt? Ich habe das jetzt überhaupt gar nicht so richtig begriffen. Also, ich fange mal an. Was sagt ein Mann nach 10 Jahren Ehe, wenn er seine Frau irgendwo vorstellt? Keine Ahnung. Darf ich vorstellen? Meine Frau. Was sagt das er war nach, jetzt noch nicht ja, so lustig. Was sagt er nach 20 Jahren? Keine Ahnung. Meine Frau, können Sie sich das vorstellen? Was sagt er nach 30 Jahren? Meine Frau, können Sie sich mal da vorstellen? Ja, so. Ja. Und so. Geht ja gut ab hier. Ja. Also waren wir jetzt eigentlich schon weitergekommen, warum wir jetzt nichts gemacht haben? So haben lange? Wir doch alles erzählt eben. Die Leute müssen zuhören. Ach so. Hallo. Panzer, Frankreich. Aber jetzt sind wir auch schon, fast 10 Minuten am Erzählen. Ne? Ja, und? Ich muss noch aufhören jetzt. Wahrscheinlich ja. Ja, was steht denn heute noch an? Tenchu! Ja, das ist vollkommen richtig. Wir werden gleich anfangen, nach Worms, werden wir anfangen, Tenchu Fatal Shadows anzufangen. Werden wir anfangen, Tenchu Fatal Shadows anzufangen.
werden wir anfangen, Fatal Tenshus anzufahren. Fatal Tenshus? Was? Fatal Tenshus, Fatals? Ja, klappen wir jetzt. Alles klar. ja, okay. Und wir haben ja noch was auf der Schippe. Wir haben noch einen kleinen Vorgeschmack auf Silent Hill. Silentium Hill. Ja. Ich freue mich. Und was gibt es denn sonst so Neues? Ja, der Fürst hat investiert. Der Fürst redet auch gern von sich in der dritten Person. Und ja, der Fürst hat sich nun auf Anraten das auch, aber unter anderem auf Anraten von Timotei von dem YouTube-Channel Fun with UC2, was glaube ich heißt Fun with Uncharted 2, hat er sich die AVerMedia Game Capture HD bestellt und wird in Zukunft in HD aufnehmen. Und der Graf gerade so, hä, was? Wo bin ich? Notstrom. Ja. Trotzdem werde ich natürlich nicht alles nochmal aufnehmen, also wahrscheinlich wird dann der Tenshu Fatal Shadows Walkthrough und alles andere erst in SD und dann in HD aufnehmen. Also insofern ist natürlich HD... macht die PlayStation 2 ja sowieso nicht, aber naja. Es wird sich vermutlich in der Qualität etwas tun. Und nun verabscheuen wir uns. See you. Haltet ihn hart. Adieu und Pilz an den Hals.